Vor der wunderschönen Kirche am Hauptplatz von Dreiskirchen erlebten Eltern und Kinder einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt mit besonderer Stimmung. Die Familien erwartet im festlichen Ambiente Musik und Gaukelei, aber auch duftende Speisen und heiße Getränke. Der Adventmarkt lockte mit Handwerkern und Händlern, zünftiger mittelalterlicher Gastronomie und lustigen Weihnachtsengeln. Der mittelalterliche Advent ist das 14. Jahr schon zu Gast in Dreiskirchen. 14 Jahre ziehen ihre Spur. Die Menschen nehmen das gerne an, weil es ist nicht ein normaler Adventmarkt, so wie wir ihn überall rundherum in den Gemeinden haben. Da möchte ich aber jetzt nicht sagen, dass die schlechter sind, sondern die Tradition des mittelalterlichen Marktes hier in Dreiskirchen. Ja, Dreiskirchen hat 500 Jahre das Marktwappen und so schließt sich der Kreis, dass eben dieses Mittelalterfest hier schon quasi eine Tradition ist. Sie sind für die Organisation des Markts verantwortlich. Wie schwierig oder wie leicht ist es, hier in Dreiskirchen so einen großen Markt zu veranstalten? Also in Dreiskirchen ist es überhaupt nicht schwierig, weil, wie gesagt, ich habe auf der Bühne gesagt, wir rufen an und es passiert. Und meistens ist es schon passiert, bevor ich anrufe. Also darum ist es irrsinnig toll, hier in Dreiskirchen etwas zu machen. Hinter Ihnen lauert der Tod. Was haben wir sonst noch alles hier heuer mitgebracht? Die Fahima-Hexen aus Wien, Domberg, wo auf der Bühne als Bischof oben war, die Engel, Duo Obscurum, Hagers Kalden, meine Wenigkeit, das Zaubergaukler Duo, du und ich, also für jeden etwas. Wir haben ca. 10.000 bis 12.000 Besucherinnen, wenn alles gut geht an solchen Wochenenden. Das ist für die Stadt wichtig im Tourismus, im Eventmanagement, dass wir solche Veranstaltungen machen. Im Sommer vorwiegend führend das Weinfest. Jetzt hier den Mittelaltermarkt und das gehört zur Stadt dazu in vielen Veranstaltungen. Das sind sicherlich die größten, die wir so machen. Der macht jung und schön! Zirkt der Zellulitis aus die Haxen! Gibt's so! Speckengädel am Spieß am Fertig! Hey, grüß dich! Machen Knödel lustig? Anscheinend. Oder waren das die Schwammerl von der Wildsuppen? Glauben Sie, war das eine schöne Zeit, wie es damals wirklich so war? Ja, ich glaube, das war eine schwierige Zeit. Aber es war damals sicher eine angenehme Zeit. Es hat kein Handy gegeben, kein E-Mail, kein Fernsehen. Und ich glaube, dass da die bösen und schlechten Nachrichten sich sehr langsam verbreitet haben. Darum glaube ich, war sicherlich diese Phase angenehm. Auf der anderen Seite, die Lebensqualität war sicher nicht so toll wie heute. Mit Zentralheizung ausgestattet oder mit einem Badezimmer mit einer schönen Dusche. Das war damals sicher eine harte Zeit auch für die Menschen. Normalerweise hat das Christkind blonde Haare. Oh, das stimmt. Wollen wir tauschen? Nein. Nein, nein, aber schwarze Haare, leider. Aber mein anderes Christkind da drüben, das hat blonde Haare im zweiten Leben. Im Prinzip hat das ja sehr viel auch mit Tradition zu tun. Wie wichtig sind Traditionen für die Stadt? Nein, nicht nur für die Stadt sind Traditionen wichtig, sondern für jeden einzelnen Menschen sind Traditionen wichtig. Ich glaube, das ist das, wo wir Brauchtum schützen, wo wir auch wissen, wo Bräuche herkommen, welche Traditionen wir pflegen. Das gehört auch alles zu einer Kulturgemeinschaft, zu einer Wertegemeinschaft dazu. Und so ist es immer auch ganz nett, auch ein bisschen in die Vergangenheit zu schweifen und auch ein bisschen daraus nachdenken zu können, wie sich die Menschheit entwickelt hat. Aber hier ist es natürlich in einem sehr romantischen, idyllischen Weihnachtsambiente und hier regiert der Spaß und der steht im Vordergrund und das freut mich besonders. Und das Schöne ist ganz einfach, so eine Kulisse hat man noch nie. Im Hintergrund die Kirche, wunderschöne Musik vor uns. Was wollen wir mehr? Danke vielmals. Okay, jetzt die blonden Haare. Ja.